Hallo Unioner, Nico und ich erzählen euch ein bisschen über die Trainingswoche und das Freundschaftsspiel gegen Braunschweig. Ja, Nico, heute das erste Mal wieder mittrainiert. Waren keine Zweikämpfe, weiß ich, aber sah doch schon mal gut aus, oder nicht? Ja, denke ich auch. Hat Spaß gemacht, wieder bei der Mannschaft zu sein. Wie gesagt, waren keine Zweikämpfe dabei, das ist jetzt auch noch nicht möglich. Aber es hat Spaß gemacht, vor allem das Fußball-Tennis-Turnier, weil ich da zum Glück im Siegerteam war. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussah, aber bei mir ist ganz gut gelaufen. Ja, wir wurden Zweiter mit 2 Siegen. Wir haben gegen euch verloren, aber war ja knapp. Ich glaube 10-2 oder so. Ja, genau. Ja, was meinst du? Wie lange dauert es noch, bis du auch Zweikämpfe mitmachen kannst oder dann nochmal richtig einsteigst? Ja, der Plan ist so, dass wir die nächste Woche nochmal eine Kontrolle machen, wie der Knochen aussieht. Und wenn er gut aussieht, dann werde ich langsam in Zweikämpfe einsteigen können. Und ich denke, so 1,5 bis 2 Wochen wird es schon noch dauern. Aber dann hoffe ich, dass ich wieder voll dabei sein kann. Klingt doch gut. Denke ich auch. Ja, kommen wir kurz zu dir. Du bist ja schon ein bisschen länger dabei. Hast auch viel Kraft gemacht, habe ich gesehen bei Instagram. Das verfolge ich ja auch. Hat sich da schon ein bisschen was getan? Also ist schon ein bisschen was gewachsen bei dir in der Muskulatur oder wie sieht's aus? Ja, ein bisschen, aber ich glaube, wichtiger war mir trotzdem, dass ich wieder auf den Platz komme. Sonntag, das Training hat mir schon gut getan, wobei ich da auch fix und fertig war danach. Aber heute hat auch wieder gut getan. Ich glaube, kannst du ja auch sagen, so eine Mannschaftseinheit macht einfach mehr Bock als alleine dann. Ja, auf jeden Fall. Ich kann das absolut nachvollziehen. Und wie ist dein Plan? Wie geht's bei dir? Zweite Länderspielpause und danach, wann bist du wieder beim Team dabei, voll? Also ich bin jetzt seit heute eigentlich dann voll dabei. Ohne Rücksicht auf Verluste dann, nein, aber ich fühle mich wieder gut und die Bilder sagen auch, dass alles wieder in Ordnung ist. Vielleicht mal schauen, wie es jetzt die Woche ist, ob ich dann gegen Braunschweig ein bisschen mitmachen kann. Aber Ziel ist auf jeden Fall, nächstes Spiel wieder voll dabei zu sein. Ich glaube, das ist ein ganz guter Bericht gewesen. Hat hoffentlich euch auch Spaß gemacht. Wir sind froh, dass wir wieder dabei sind und wir hoffen, dass wir übernächste Woche das Spiel gegen die andere Mannschaft aus Berlin gut bestreiten. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Also, macht's gut, bis dann. Ciao.